Bist du bereit? Braves Mädchen. Und wage es bloß nicht, das wieder zu versauen. Kamera? Und Action! Hallo, meine lieben Abonnenten. Mein Name ist Jane Culinary. Und heute kochen wir unser Lieblingshausgemachtes Essen für unsere geliebten Männer. Dafür nehmen wir ein paar Hühnerstreifen. Ihr könnt gerne etwas mehr davon nehmen. Und dann fügt ihr noch etwas Salz und Pfeffer hinzu. Und ich nehme gerne noch etwas Paprika für die Süße. Stopp! Stopp! Stopp jetzt! Wie kann man so nutzlos sein? Oder versuchst du mich nur noch mehr zu verärgern, hä? Weil das funktioniert. Komm jetzt! Los, geh rüber! Ich sagte, geh rüber! In den Raum! Ich werde die Paprika selber drüber tun. Und zum Zartmachen werde ich... Was zum? Ah, die Werbefuzzis. Mach dich sauber. Und setz dein glückliches Gesicht auf. Verstanden? Ja, so ist es gut. In Ordnung. Ich will nur, dass Sie ganz natürlich sind. Als ob Sie sich einfach vom Herd abwenden würden, Ihre Freunde anschauen und Ihnen von diesem Wunder-Ketchup erzählen. Das wird toll. Sind Sie bereit? Super. Ah, haben Sie den Vertrag schon angeschaut? Irgendwelche Fragen? Wie viel bekommen wir im Voraus? Es sind 10.000 für den ersten Teil. Okay, mach weiter. Okay, ich brauche nur Ihre Unterschrift. Später. Fangen wir an. Ich brauche noch ein paar Minuten hier. Kamera. Und Action. Hallo, meine lieben Abonnenten. Mein Name ist Jane Culinary. Habt ihr bemerkt, dass ich immer mit Liebe für meinen Mann koche? Soll ich euch mein kleines Geheimnis verraten? Flavor Ketchup. Das ist mein kleiner Helfer. In einer Küche der Liebe. Flavor Ketchup. Füge etwas Liebe zu deinem Kochprozess hinzu. Flavor Ketchup. Füge etwas Liebe zu deinem Kochprozess hinzu. Stopp! Jane, kann ich eine Sekunde mit dir reden, Süße? Ich müsste dein Mikrofon reparieren. Jetzt! Hier lang, komm schon, Süße. Entschuldigung.
Deine Hände. Denkst du, du bist so klug? Denkst du, du kannst dich etwa selber retten mit deinen Fingerzeichen? Es tut mir so leid, ich... Lächel und hör mir zu, okay? Denkst du, ich würde das nicht verstehen? Denkst du, du kannst jedem einfach sagen, dass du in Gefahr bist? Du hast ja keine Ahnung, was ich dir deswegen antun werde. Und das, was ich dir antun werde, ist deine eigene Schuld. Bitte nicht. Keine Werbungen. Keine Werbung. Es tut mir leid. Vielen Dank. Aber was? Sie sind nicht genau das, nach was wir suchen. Warten Sie, ich möchte nur mit Jane reden. Wir haben unsere Meinung geändert. Jane, ich möchte mit Jane persönlich sprechen, unter vier Augen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Aber wir haben das so lange besprochen. Einen schönen Tag noch. Bitte, gehen Sie aus dem Haus. Wenn es uns Geld gibt, können wir Ihr Honorar erhöhen. Geld ist Geld. Wir können nichts damit zu tun. Aber lassen Sie mich einfach mit Jane reden. Verschwinden Sie jetzt. Es tut mir leid, ich bin so tollpatschig. Jane, können Sie mir helfen, bitte? Unsere Soßen haben schon viele Hausfrauen vor kulinarischen Katastrophen bewahrt. Wenn Sie also jemals Hilfe brauchen, benutzen Sie einfach diese Soße. Okay? Behalten Sie bitte welche. Und Sie auch. Na, um Gottes Willen. Danke. Auf Wiedersehen. Wir haben also die Werbedeals versaut. Wir senden Rettungssignale in den Weltraum. Jane, Süße, was tust du da? Hä? Es tut mir so leid. Ich gebe dir alles. Und du? Undankbar. Böses Mädchen. Wie muss ich dich wohl bestrafen, damit du dir das merken kannst? Für immer. Hä? Morgen hast du eine Live-Show. Und danach? Machen wir einen Urlaub. Eine Woche. Nein, zwei Wochen. Und wir gehen irgendwo hin, wo dich niemand hören kann. Das tun wir. Bitte. Los. Hallo, meine lieben Abonnenten. Ich bin Jane Culinary. Und heute Nacht brauche ich eure Hilfe mehr denn je. Immer noch hier? Ja. Entschuldige, du kannst gehen. Ich werde das Büro abschließen. Es gibt da nur etwas, das ich vorher klären muss. Bist du verärgert? Oh, wegen dem Jane Culinary Deal. Nein. Nicht das. Es ja, ist nur... Ja, eure. Also was, wenn wir unseren ganz speziellen... Auf jeden Fall, du kannst gehen. Ich schließe das Büro dann ab. Gute Nacht, okay? Okay, dir auch. Tschüss. Tschüss. Wie können wir es retten? Was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Vielleicht ein Rettungsteam? Oder der Notruf? Ach, komm schon. Soße, Jane. Soße. Das ist es. Wir brauchen unser SOS. Unsere Soße, meine ich. Richtig, also wir nehmen unser SOS und retten unsere übergarte Medium-Rare-Steak-Situation. Es ist so simpel. Sie hat mehrere Gerichte gerettet. Und ich hoffe wirklich, dass sie meins heute Nacht retten wird. Herzlichst eure Jane Culinary. Das war gut. Das war wirklich gut. Weißt du, wegen der Bestrafung, da gibt es doch nichts Besseres als ein gutes, altes Picknick. Picknick? Picknick, 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 Baby. Bitte, ich will nicht gehen. Du willst, klar willst du.
Aber zuerst, wir müssen uns noch vorbereiten, bevor wir auf eine solche Reise gehen. Du wirst für deine Tat bezahlen. Bitte. Nein, Hilfe! Du machst es nur noch schlimmer. Hilfe. Mach die Tür auf! Ich sagte, mach die Tür auf, Jane! Mach die Tür auf! Hilfe! Sie sind verhaftet, kommt her! Was? Was ist hier los? Sie sind verhaftet wegen häuslicher Gewalt. Was für eine Art Gewalt? Meine Frau? Wir spielen nur ein Spiel hier. Spielen? Dann sind die Spiele Jane, jetzt vorbei. Jane, sag's ihnen! Ich sagte, du sollst es ihnen sagen! Oh, Jane, das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen, Jane. Sie kommen mit. Oh, dafür bezahlst du. Jane. Alles gut, alles gut. Sie sind eine starke Frau. Sie sind so stark. Es war so mutig, um Hilfe zu bitten. Tausende Frauen werden jeden Tag missbraucht, aber sie haben sich widersetzt. Ich weiß, dass ihre Geschichte andere Frauen inspirieren wird. Es ist vorbei, Jane. Sie haben es hinter sich. Alles gut. Es ist alles gut. Danke. Alles gut. Danke.